Okay, es sollte ein Kinderspiel sein, die nächste Qualifying-Session zu erreichen. Versuche so früh wie möglich eine gute Zeit zu fahren, damit wir die Reifen schonen können. Wir bleiben noch 5 Minuten in dieser Session. Das reicht gerade noch für 2, maximal 3 Runden. Also los, Jungs, setzen wir diese Änderungen um. Alles ist bereit. Minuten in dieser Session und wir stehen noch unter dem Strich. Du brauchst jetzt eine schnelle Runde, sonst ist das Qualifying vorbei für uns.
Gut so, du hast Q2 erreicht. Das Auto ist fertig. Los geht's. Im Moment ist viel Verkehr auf der Strecke. Verkehr auf der Strecke. Auf geht's. Moment bist du Siebter. Das wäre Startreihe 4. Ja.
Tritt aus. Du musst in den nächsten Runden an die Box kommen. Es fängt an, leicht zu regnen. Es fängt an zu regnen. Die Zeit im ersten Sektor war gut, aber in den Sektoren 2 und 3 verlierst du etwas. Gut so, du hast es in Q3 geschafft. Wir sind bereit. Oh.
verlierst an Boden. Momentan bist du auf Platz 3. Kein Benzin mehr. Komm in den nächsten 2 Runden an die Box. Noch 5 Minuten. Zeiten in den Sektoren 2 und 3 sind in Ordnung, aber du verlierst viel Zeit in Sektor 1. Noch 3 Minuten. Du hast Plätze verloren. Im Augenblick bist du 10. Los!
Minute, nur noch eine Minute. Noch 30 Sekunden in dieser Session. Du hast Platz 10 in der Startaufstellung geholt, genau wie berechnet. Gut so. Das Auto ist fertig. Los geht's.
heute alle Chancen, dem Team eine Platzierung in den Punkten zu schenken. Wir wissen, dass du es drauf hast. Durchfahrtsstrafe wegen unsportlichen Verhaltens bekommen. Bleib konzentriert und komm innerhalb der nächsten drei Runden an die Box. Chance, die Strafe anzutreten. Komm in dieser Runde durch die Boxengasse oder du wirst disqualifiziert. Vorsprung auf deinen Verfolger.
Wir müssen diesen Abstand halten, damit er keinen Überholversuch starten kann. Fährt ein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Zwischen
Zwischen dir und deinem Vordermann liegen nur 4 Sekunden. Du musst weiter pushen. Dass dein Vordermann mit Standarddrehzahl fährt. Standarddrehzahl. Platz 19 jetzt.
Jedermann hat deutlich neuere Reifen als du. Wir müssen versuchen, die Lücke konstant zu halten. Beträgt der Vorsprung auf das Auto hinter dir 3 Sekunden. Sieht aus, als ob Bottas demnächst zum Boxenstopp kommt. Auto vor dir liegen 3 Sekunden. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Du holst pro Runde 1 Sekunde auf Bottas auf. Wir sind nur 2 Sekunden hinter ihm. Gib Gas.
wird wohl in den nächsten Runden zum Reifenwechsel kommen. Von ihm aufhalten, zieh vorbei. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Zwischen dir und deinem Verfolger beträgt gerade mal 2 Sekunden. Okay, harte Reifen beim nächsten Stopp.
hast einen neuen Satz harte Reifen. Nur noch ein Stopp für dich. Noch ein Stopp. Der Fahrer hinter dir ist auf weichen Reifen unterwegs. Er hat dir gegenüber einen Vorteil. Zwischen dir und deinem Hintermann ist eine Lücke von 3 Sekunden. Versuch, sie zu vergrößern. Wir haben ein wenig Sprit übrig. Mal sehen, ob wir ihn in den nächsten Runden nutzen können. Unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Das war eine neue schnellste Runde. Nicht leisten, zu viel Zeit hinter dem Vordermann zu verlieren. Du bist schneller in Sektor 2. Sektor 2. Sekunde hinter deinem Vordermann.
Mal sehen, ob wir mit DRS an ihm vorbeikommen. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Okay, die Zeiten sehen gut aus. Du kannst mit der Spitze mithalten. Sekunden Vorsprung auf das nächste Auto. 3 Sekunden. Einen schönen Vorsprung auf die Rest daraus. Die Lücke wird pro Runde etwa 2 Sekunden größer. Du hast 5 Sekunden Vorsprung auf die Raptor. 5 Sekunden.
vergrößerst die Lücke zu deinem Hintermann um mehrere Sekunden pro Runde. Weiter so. Zwischen dir und dem Auto vor dir liegen etwa 7 Sekunden. Ziel ist der nächste. Nur 5 Sekunden vor dir. Du musst das Auto hinter dir vorbeilassen. Das ist eine Überrundung. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen.
auf den Fahrer hinter dir. Er liegt gerade mal 2 Sekunden zurück. Wenn du einen Fehler machst, setzt er vermutlich zum Überholen an. Ricardo wird wohl innerhalb der nächsten 4 Runden zum Reifenwechsel kommen. Sutil fällt pro Runde 2 bis 3 Sekunden zurück. Das Tempo hochhalten. Unser Vorsprung beträgt 4 Sekunden. Der Wagen vor dir ist 1 Runde zurück. Er sollte Platz machen und dich vorbeilassen. Du liegst vor Sutil. Die Lücke beträgt ungefähr 5 Sekunden. Verfolger fällt zurück. Du kannst jetzt etwas durchatmen. Wir glauben, dass Ricardo in einer der nächsten Runden an die Box kommt.
etwa eine Sekunde pro Runde auf Ricardo auf. Wir schätzen, dass Force India Sutil bald reinholen wird, wahrscheinlich im Lauf der nächsten 5 Runden. Eine Gelbphase in Sektor 2. Überhole nicht und achte auf Trümmerteile auf der Strecke. Wir empfehlen Gemisch 2. Gemisch 2. Im Moment sieht die Spritmenge gut aus. Ricardo liegt 5 Sekunden vor dir.
Auto vor dir hält dich auf. Du musst überholen. Im Moment bist du in Sektor 1 schneller. Vettel mit weicheren Reifen auf die Strecke. Vettel auf weichen Reifen. We'll be right back.
vor dir ist im Sektor 2 langsamer. Versuch ihn zu überholen. Versuch dieses Tempo zu halten. Genau das brauchen wir jetzt. Nur zur Info. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Vordermann hat die weichen Reifen drauf. Könnte schwierig werden, in diesem Stint die Lücke zu schließen. Du baust deinen Vorsprung auf Vernio mit etwa 3 Sekunden pro Runde aus. Fantastisches Tempo, weiter so.
befindet sich weniger als eine Sekunde hinter deinem Vordermann. Nutz zum Überholen DRS. Jetzt auf Position 11. Hinter dir ist auf weichen Reifen unterwegs. Er hat dir gegenüber einen Vorteil. Eine Gruppe langsamerer Wagen. Oh.
Grosjean liegt im Moment etwa 5 Sekunden vor dir. Damit wir uns eine Reserve schaffen und das Rennende sicher erreichen können. Vier Sekunden Rückstand, gib Gas. Dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Dein Vordermann ist 3 Sekunden vor dir. Damit uns nicht am Ende des Rennens der Sprit ausgeht.
Gemisch 1. Zwischen dir und dem Auto vor dir liegen etwa 4 Sekunden. Nur um einen Platz die Punkteränge verpasst. Gutes Rennen.